Ja, guten Tag. Ja. Kommen Sie rein. Ja. Und, hey. Nehmen Sie Platz. Ich schneide mich nur fertig und dann. Also es war ein ganz besonderer Fall. Ich kann mich noch erinnern, wie wir damals in der Redaktion standen und uns im Fernsehen die Flugzeugkatastrophe angeschaut haben, was da passiert ist. Der leitende Redakteur sagte uns damals, der 23. Mai 2013, der wird nicht mehr so sein wie vorher. Und er hatte recht, und es ist nämlich nicht so wie vorher. Wir wollten natürlich als Redakteure dann immer ein Interview mit dem Lars Koch dann führen. Aber da das eine Militärangelegenheit war, war das leider nicht möglich. Alles streng geheim. Und daher musste ich dann auf meine Kontakte zurückgreifen, nämlich mit der Staatsanwaltschaft. Und dann hatte ich 5 Minuten, um meine Fragen zu stellen. Aber bevor ich noch mit den Fragen begonnen habe und in seine Augen geschaut habe, habe ich eine Traurigkeit gesehen. Er war ganz traurig. Ja, hallo? Kann ich Sie gleich zurückrufen? Ich kann jetzt im Moment nicht. Ja? Dankeschön. Tschüss. Dann hat er mir noch zum Schluss die Adresse mitgeteilt von seiner Wohnung. Die war allerdings überflüssig, denn zu der Zeit wusste Lars Koch selber nicht, aber jeder im Land kannte schon seine Adresse, wo er wohnte. Und die Frau mit dem Sohn, die hat dann irgendwann das nicht mehr ausgehalten. Und dann hat sie auch mit Huck und Pack den Sohn mitgenommen und dann ist sie dann zu der Familie ausgereist und hat dann dort gewohnt, um dem ganzen Rummel zu entkommen.